Dankeschön, Kirsten Gerhardt. Und wir sagen guten Morgen und freuen uns, dass Sie mit uns in den Vormittag starten. Und sowas von. Und vielleicht waren Sie heute Morgen auch schon Brötchen einkaufen bei Ihrer kleinen Bäckerei. Und Sie haben tatsächlich zwei Brötchen gekauft und keinen Bon bekommen. Das wird sich im nächsten Jahr ändern. Das heißt dann tatsächlich das bürokratische Monster Belegausgabepflicht. Jawohl. Genau, und es wird noch schlimmer, denn der Brötchenbon ist Teil der Kassensicherungsverordnung. Klingt sehr bürokratisch. Das Ziel ist natürlich, Steuerhinterziehung zu verhindern. Ist eigentlich eine ganz gute Idee, aber es wird immer komplizierter. Alles soll dokumentiert werden, und sei es auch noch so klein. Und selbst der kleinste Kiosk braucht jetzt ein Kassensystem. Und wir gucken mal jetzt ganz genau hin, wie das Ganze funktionieren soll. Auf jeden Fall produziert das über 2 Millionen Kilometer Kassenbons. Also für jeden Brausebrocken einen Bon. Für jede Brause, für jeden Bon ein Bonbon. Oder so. Ja, freilich. Den Bon, den gebe ich Ihnen auch mit. Hm? Brauche ich nicht. Den brauchen Sie nicht? Nee, danke. Den müssen wir auch jetzt mitgeben. Tschüss. Wir drehen wegen der Bons hier. Wie finden Sie das, dass man jetzt tatsächlich bald immer einen Bon bekommen muss? Der muss ausgehändigt werden. Eigentlich nicht nötig. Ne? Also ist oft zusätzliches Papier, was ich dann im Portemonnaie habe. Und 2,3 Millionen Kilometer Kassenrolle, das hat tatsächlich jemand ausgerechnet, gehen dann jedes Jahr über die Theke. Bäcker Heinz-Peter Schiffer macht das eh schon, denn er ist misstrauisch geworden. Auch an seiner Kasse wurde schon vorbeikassiert, allerdings von betrügerischen Mitarbeitern, sagt er. Das ist für mich, also für meine Sicherheit und letztendlich auch für die Sicherheit des Betriebes. Das kann ja so weit sein, dass das so weit manipuliert wird, dass das existenzbedrohend ist. Dem Staat ging es allerdings ums eigene Geld, um Steuerhinterziehung. 5 bis 10 Milliarden jedes Jahr fehlen, so geschätzt, der Allgemeinheit. Um das zu verhindern, wird jetzt ein Kassensystem Pflicht, das Umsatzdaten fälschungssicher für die Finanzämter speichert. Aber warum will das Finanzministerium auch noch einen Bon für jedes Bargeschäft? Eine Belegausgabepflicht ist notwendig, da allein auf diese Weise leicht nachprüfbar ist, ob der Geschäftsvorfall einzeln festgehalten und aufgezeichnet wurde. Ist ja auch nur ein Stückchen Papier, mögen manche nun sagen. Aber das hat es im wahrsten Sinne in sich. Die meisten Bons werden auf Thermopapier gedruckt. Und das ist kein Altpapier, warnen Umweltschützer. Zum einen werden Milliarden von solchen Kassenbons dann zusätzlich gedruckt, was natürlich wieder ein Papierproblem darstellt. Zum anderen sind diese immer noch mit hormonschädlichen Substanzen wie Bisphenol A oder Bisphenol S dann beschichtet. Das sind Schadstoffe, die in den Hormonhaushalt des Menschen eingreifen können. Insofern ist es aus gesundheitlicher Sicht sehr bedenkenswert. Eine einfache Lösung für das Problem gäbe es, und die hat mit dem Geld zu tun. Die Kunden in Mönchengladbach wünschen sich beides, keine Schummeleien und kein neuer Zettelkram. Also ich habe mein Portemonnaie auch immer voll mit Kassenbons und misste immer einmal die Woche aus, und da kommt echt immer schon ein Riesenstapel jetzt schon zusammen. Von daher fände ich das eigentlich gut, wenn es weiter so bleibt, dass man keinen Kassenbon bekommt. Können Sie sich auch was anderes vorstellen, meinetwegen, wenn man öfter mal mit dem Handy bezahlt, dann könnte sowas auch elektronisch passieren. Ja, das ist dann natürlich sinnvoll, ne, wenn man keinen Müll dann damit produziert und nicht noch mehr Zettelwirtschaft hat. Ein paar Brötchen mit der Karte zahlen, bei uns ist das noch unüblich. In anderen Ländern allerdings längst Standard. Ja, da sind wir gespannt. In Münster läuft zurzeit die Woche der Freundlichkeit. Eigentlich schade, so eine Woche der Freundlichkeit sollte nicht nur in Münster, sondern überall sein. Und sie sollte auch 365 Tage dauern, nicht nur 7 Tage. Aber natürlich ist die Absicht, die diese Woche zeigen soll, sichtbar. Und es ist eine schöne Idee. Wir möchten, dass Sie jetzt zu diesem Thema bei uns heute mal mitmachen. Schreiben Sie uns Folgendes. Ich möchte Sie gerne fragen, wie wichtig ist Ihnen Freundlichkeit? Wie drücken Sie die aus? Wie zeigen Sie Freundlichkeit im Alltag? Wie ist Ihr Umgang mit Freundlichkeit? Vielleicht haben Sie da ein paar schöne Ideen, die Sie uns schreiben können, entweder per E-Mail oder auf unsere WhatsApp-Nummer oder Instagram und Facebook. Wir heißen dort Live nach 9. Und wir sind gespannt. Eine oder einer von Ihnen wird diese freundliche Live nach 9 Ente gewinnen. Wir werden mal gucken, was wir so für Zuschriften bekommen. Eine freundliche Idee von Ihnen wird hier noch gekürt. Am Telefon. Vergessen Sie Ihre Telefonnummer nicht. Ich bin jetzt auch mal ganz freundlich und nehme dich mit hier unter meinen Schirm. Weil gestern hat es ja geschüttet wie Sau, muss man ja sagen. Ja, ja. Also zumindest in Nordrhein-Westfalen. Und wenn ich jetzt mit meinen beiden Hunden hätte rausgehen wollen und einem Schirm, das geht zum Beispiel überhaupt nicht.
Aber mit mir kannst du das machen. Mhm. Also ich mag Schirmen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme es in Kauf, dass ich danach scheiße aussehe. Also ohne Schirm. Ich lasse die Schirme ja meist irgendwo stehen. Und mit Sicherheit haben Menschen schon mit meinen Schirmen ganz Deutschland unsicher gemacht. Ja, siehst du, so hat jeder sein Päckchen zu tragen. Ja. Vom einen sind Sie Freund und Helfer, der andere hat keine Alternative. Aber wenn Sie sich für einen Schirm entscheiden, für welchen denn? Für das Modell Gehhilfe oder der ganz kleine? Das ist jetzt eher die kleine Variante. Und tatsächlich haben wir jetzt mal den Test gemacht. Und den richtigen rauszufinden, das ist echt detektivische Arbeit. Den Tatort kennen Sie sonst nur aus dem Fernsehen. Heute sind Sie mittendrin. Hier suchen Sie aber keinen Mörder, sondern den besten Taschenschirm. Und das sind die Kandidaten. Die manuellen Schirme. Der günstigste ist von DM für 2,90 Euro. Der kleinste von H&M für 7,99 Euro. Und der Zwerg von Müller kostet ebenfalls 7,99 Euro. Die Automatikschirme. Der Tracking-Schirm von Travando für knapp 18 Euro, die Mittelklasse von Esprit für 24,99 und das Original, der Knirps, kostet 64,99 Euro. Wenn man einen Schirm kauft, dann achtet man wahrscheinlich auch eher auf die Optik oder auf andere Dinge. Und jetzt geht es halt ums, was er taugt. Ich denke, der von DM ist ganz gut, passt in jede Tasche. Also mein Favorit ist der von Esprit. Der ist von der Spannweite her, wo man drunter passt, nicht nass wird dabei. Von der Leichtigkeit her und von der Größe finde ich den Schirm von H&M einfach unschlagbar. Ich glaube allerdings nicht, dass er so viel aushält. Im Verhörraum fühlen die Testerinnen den Schirmen auf den Zahn. 100 Mal wird jeder Schirm auf- und zugeklappt. Bei den drei Automatikschirmen geht das Aufklappen per Knopfdruck. Dafür braucht man aber zum Zumachen ordentlich Kraft. Bei den manuellen Schirmen geht das Schließen zwar leichter, aber das Öffnen ist hakelig. Insgesamt überstehen alle Schirme den ersten Härtetest aber unbeschadet. Was echt aussieht, ist das Werk von diesen beiden Herren. Sie sind beim SWR-Tatort für schlechtes Wetter zuständig. Und das simulieren sie mit einer riesigen Regenmaschine. Für die Testerinnen wird es jetzt nass und stürmisch. Kann unser Praxischeck das Geheimnis um den besten Taschenschirm lüften? Los geht's mit den Automatikschirmen. Den Regen vertragen alle gut. Doch was passiert, wenn dazu noch der Wind bläst? Es wackelt etwas. Wind- und Regenmaschine zerren an den Kandidaten. Aber alle Automatikschirme halten. Du bist auch ganz schön nass geworden. Ich bin auch ein bisschen nass, wobei der Schirm auch gut gehalten hat. Also da kann man nichts sagen. Allerdings muss man ihn mit zwei Händen halten beim starken Wind. Ja, man glaubt es kaum, aber ich hatte einen Schirm dabei, der eigentlich auch echt gut war. Und nun die günstigeren Schirme mit manueller Aufspannmechanik. Der DM-Schirm trotzt sowohl Wind als auch Regen zuverlässig. Der Schirm von Müller ist nicht so stabil, er wackelt ordentlich. Und der H&M-Schirm droht tatsächlich umzuklappen. Der Schirm soll der eigentlich vor Nässe schützen. Gefühlt macht er das Gegenteil. Die Nähte sind okay, es ist auch nicht durch, es hat auch nicht durchgenässt. Doch reicht das für den Sieg? Welcher ist der beste Taschenschirm? Die Testerinnen entscheiden sich für den Schirm von DM. Leicht, handlich und mit knapp 3 Euro der günstigste in unserem Check. Jetzt müssen die Schirme zur technischen Untersuchung beim Spezialisten. Herbert Baser, Professor für technische Mechanik, entgeht kein Verarbeitungsfehler. Ein kleiner Knick in der Speiche. Das scheint mir hier an der Stelle auch sehr, sehr, sehr dünn. Und das ist so, was ich kenne aus meiner Erfahrung, auch immer die Schwachstelle bei Schirmen. Nämlich der erste Teil dieser Speiche. Der beste Taschenschirm in Sachen Haltbarkeit, Verarbeitung und Unwettertauglichkeit ist der Klassiker von Knirps. Top verarbeitet und stabil. Allerdings mit 65 Euro der mit Abstand teuerste im Check. Like you.
Heute ist der 19. November, der Welttoilettentag. Jetzt werden Sie denken, braucht man denn für alles einen Tag? In diesem Fall war das von den Vereinten Nationen allerdings eine sehr gute Idee. Denn wussten Sie, dass 40% der Menschen auf der Welt kein vernünftiges Klo haben? Das ist über ein Drittel. Und das ist erschreckend. Keine sauberen sanitären Anlagen. Wenn man darüber nachdenkt, man muss seine Notdurft verrichten und kann sich nicht an einen Ort zurückziehen. Das ist doch eigentlich, finden wir alle sicherlich, die Grundausstattung, wenn es darum geht, dass die Würde des Menschen bewahrt wird. Hierzulande ist es bei uns gar kein Problem mehr, ob auf Autobahnen oder in der Gastronomie. Die Toiletten sind schon lange nicht mehr so uselig wie vor Jahrzehnten. Wir gehen mit Ihnen jetzt heute mal in eine öffentliche Toilette in einem Café. Und dort sitzt jetzt unser Reporter Sebastian Auer in einem Café in Köln. Sebastian, du weißt schon, dass ganz Deutschland uns jetzt gerade zuguckt. Dir. Ja, du hast recht, Isabel, deswegen habe ich ja auch die Hose an. Also ich kann versprechen, im Normalfall sitze ich etwas anders auf der Toilette. Und hier gibt es auch noch einen Clou, wenn man dann doch unter sich sein will. Zack, sobald man abschließt, ist quasi die transparente Toilettentür dann auch nicht mehr durchsichtig und man hat dann auch wirklich seine Ruhe. Und ansonsten hier in dem Café fällt tatsächlich auf, es ist wahnsinnig sauber. Es blitzt, es blinkt an allen Ecken. Man kann sich wirklich ohne Probleme auf die Toilette hinsetzen. Und ja, ich weiß gar nicht, hier mit so einer goldenen Sonne, rote Wand, hier steht noch so eine Figur und wir haben noch echte Blumen hier. Es ist so ein bisschen eine Wohlfühloase, diese Toilette, tatsächlich ein Raum, wo man wirklich sehr, sehr gerne ist. Und es wirkt alles so ein bisschen japanisch, ein bisschen schick und eine ganz besondere Toilette eben. Und dass das hier so blitzt und funkelt und picobello ausschaut, das ist dieser Dame zu verdanken, Hannelore Mausberg. Guten Morgen, Frau Mausberg. Morgen. Sie ist seit 25 Jahren, also einem Vierteljahrhundert, ist sie hier die Toilettendame. Und sie hat mir vorhin schon gesagt, sie macht diesen Job so wahnsinnig gerne, weil man hier so gut ins Gespräch kommt. Frau Mausberg, ich habe immer gedacht, eine Toilette ist eher ein stilles Örtchen. Bei Ihnen nicht? Nein, bei uns alles ein bisschen persönlicher halt. Und unsere Gäste kommen auch gerne zu uns halt, weil man ein bisschen quatschen kann. Und weil es eben halt einfach so sauber ist bei uns. Ja, und worüber quatschen Sie dann? Worüber sind Sie der Kummerkasten hier? Ja, so ungefähr Eheprobleme, Krankheiten halt, viel Persönliches, Kosmetik, Aussehen halt, Schönheit. Und eben halt über unsere schönen Toiletten halt. Ne? Tatsächlich, also hier wirklich der Ort der Kommunikation, die Toilette. Und wenn es dann doch mal ein bisschen länger dauert, man kann zumindest wir Herren beim Pinkeln dann auch gleichzeitig noch irgendwelche Tierfilme gucken. Frau Mausberg, wir haben aber gesagt, heute Welttoilettentag. Wir wollen Sie natürlich auch ein bisschen entlasten, weil hier kommen jeden Tag hunderte Kunden vorbei. Und Sie haben gesagt, nach jedem Kunden wird hier wirklich durchgewischt. Ich habe versprochen, ich übernehme heute mal ein bisschen Ihren Job bis zum Ende der Sendung. Der Kittel liegt schon parat. Wenn Sie einmal vielleicht das Mikro halten, ziehen wir das schon mal an. Passt der mir überhaupt? Das ist jetzt die große Frage. Frau Mausberg, vielleicht können Sie schon mal erklären, worauf kommt es denn gleich? Ich kriege den Kittel gar nicht an. Das ist ja der Vorführeffekt. Das machen wir gleich. Wo kriege ich oder beziehungsweise wie mache ich ein Klo richtig sauber? Wie macht es der Profi? Wie machen Sie es? Also grundsätzlich mit Desinfektionsmittel halt, aber nicht nur oberflächlich. Bei uns ist es auch hier um die Gründlichkeit halt, weil hier unten drunter läuft auch schon mal was runter halt. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass auch dieser versteckte Dreck immer gründlich sauber gemacht wird. Und Sie haben dann gleich ein Auge auf mich, dass das hier auch alles vernünftig läuft, würde ich sagen. Ich spekuliere ja tatsächlich so ein bisschen auf das Trinkgeld und hoffe, dass wir da, dass ich da gut rumkomme, wenn wir uns am Ende der Sendung nochmal wiedersehen. Und Isabel, dann hoffe ich, dass ich dir einen vollen Trinkgeldteller zeigen kann. Und da kommt der erste Kunde tatsächlich, den nehmen wir noch schnell mit, bevor wir zu euch gehen. Guten Morgen. Guten Morgen. So, ich habe gesagt, ich übernehme jetzt hier die Frau Mausberg, ein bisschen wird entlastet, die Toilettendame. Ich hätte jetzt zwei Regeln für Sie. Zum einen hinsetzen, zum zweiten Hände waschen am Ende. Ist das okay für Sie? Das ist okay, ja. Und Trinkgeld gibt es auch. Trinkgeld gibt es auch? Bei den schönen, sauberen Toiletten. Ja, dann würde ich sagen, also das läuft ja wunderbar. Ich spekuliere auf den vollen Teller. Und damit das wirklich auch gut läuft, das ist heute ein Exklusivservice für Live nach 9. Tür auf, abschließen bitte nicht, abschließen nicht vergessen, sonst ist es dann doch nicht intim genug. Und wir melden uns am Ende der Sendung wieder im Kittel und hoffentlich mit vollem Teller.
Sebastian, das ist so klasse. Es ist toll, dass du das machst. Und auch vielen Dank von uns beiden an Frau Mausberg. Oh, der hat die eine klare Ansprache, das ist total auch ganz wichtig. Total klasse. Also ich meine, hinsetzen geht ja oft nicht in Klos. Aber wenn Frau Mausberg da ist, dann würde ich mich da auch dann auf mal jeden hinsetzen. Fall. Und wir haben für Sie auch noch mal zum Welttoilettentag ein paar interessante Toiletten zusammengestellt. Schauen Sie mal hier. Das ist ein Toilettenhaus in den Dolomiten auf 3300 Meter großartig. Hier eins in Japan mit 72.000 Swarovski-Kristallen, kostet schlapp 130.000. Hier abartig, wenn ich das sagen absolut. Darf. Absolut. Hightech-Toilette in Asien mit Sitzheizung haben wir auch noch. Und hier auf dieses Pissoir würde ich nicht gehen. Hätte ich Angst. Nee, und ich würde die Swarovski-Steine, die kann man sich ans Ohr hängen. Aber wenn die auf dem Klo sind, tut mir leid, wenn man das Geld dafür hat, könnte man es spenden. Das macht mich, kriegt ein bisschen Hals. Aber du weißt ja, aber wir wollten es Ihnen nicht vorenthalten. Und nachher gehen wir natürlich zu Sebastian zurück aufs Klo. Mal gucken, wie sein Tellerchen voll ist. So, wir sind ja in der dunklen Jahreszeit. Haben wir gestern schon so ein bisschen mit dem Herbstblues schon mal drüber gesprochen. Und tatsächlich ist es so, wenn man jetzt so über die Straßen geht, ist es so, die Straßenlaternen sind dunkel, die Menschen sind dunkel angezogen. Und man kann gar nicht mehr so richtig erkennen, steht da einer an der Straße oder ist da keiner? Ich bin zum Beispiel, es ist ein Jahr her, mal auf einer Straße gefahren, dunkle Straße, unbeleuchtet, und mir kam plötzlich ein Jogger entgegen. Ohne Lampe, ohne alles. Den hätte ich beinahe tatsächlich erwischt, konnte gerade noch ausweichen. Und das geht mir auch manchmal bei Menschen am Straßenrand so. Ne? Du, das ist ja im Grunde genommen wirklich ein Trauma. Von mir ist das auch ein Trauma, dass man versucht, aufmerksam zu sein beim Autofahren. Aber ich hatte das auch gestern früh. Man fährt ja immer durch die Dunkelheit hier zum WDR. Und da stand eine dunkle Gestalt. Und da habe ich mir gedacht, wenn diese im letzten Moment habe ich die gesehen, wenn er einen Schritt getan hätte. Also es ist, wenn man sich das vorstellt, man würde einen Menschen mitreißen, nur wegen diesen, weil es dunkel ist und man zu wenig sieht. Das gilt also für Fußgänger, aber auch für Sportler. Und tatsächlich, Sportler könnten sich schützen. Das geht auch ganz einfach und ist auch gar nicht teuer. Und wir haben den Test gemacht, was man da eigentlich alles gebrauchen kann. Wer jetzt in der dunklen Jahreszeit nicht aufs Joggen verzichten will, sollte darauf achten, gut gesehen zu werden. Zum Beispiel durch eine auffällige Laufausrüstung. Unsere Triathletinnen Jenny, Claudia, Miriam und Jennifer haben das für uns getestet. Equipment von Karstadt Sport, Chibo, Sportcheck und Amazon. Wie Reflektoren, Blinklichter, Kopflampen, eben typische Hilfsmittel für die sichere Joggingrunde bei Nacht. Es gilt sehen und gesehen werden. Unsere Stichprobe, dieses Reflexband Blinklein für etwa 7 Euro. Und dieses Strobe Light, also Blinklicht, für ca. 10 Euro. Außerdem eine reflektierende Laufweste von Alex, Kostenpunkt 9 Euro. Und eine Laufjacke von Chibo mit Reflektoren für knapp 40 Euro. Blinkviecher. Okay, geil. Geht schon mal an. Das Armband funktioniert mit einer kleinen Batterie und soll laut Hersteller mehrere hundert Meter weit sichtbar sein. Genau wie das Strobe Light, das sich Claudia hier an die Kappe klemmt. Es läuft ebenfalls mit einer Batterie. Erster Eindruck? Rotes Licht, was da leuchtet? Sehr sinnvoll, gerade wenn Autofahrer kommen. Also da wird man im Dunkeln dann schon, kann man da übersehen werden. Die Sichtbarkeit beurteilen die Laufkolleginnen Jennifer und Miriam. Das rechte sieht deutlich besser aus, weil das blinkt, ne? Guck mal, ob man das auch einstellen kann. Ja, das ist besser. Blinkmodus ist auf jeden Fall besser. Fällt viel mehr auf. Ja. Ja, das ist gut. Die Partybeleuchtung. Miriam und Jennifer machen weiter mit der reflektierenden Kleidung. Ja, gut, angezogen. Sieht es auch nicht besser aus, aber ich glaube, es erfüllt seinen Zweck. Die günstige Weste soll ja auch nur hell reflektieren. Die Jacke hingegen punktet auch modisch. Ja, die ist schon gut. Die hat so ein paar Details auch. Ja. Ganz schöne. Ich liebe ja sowas. Jetzt wird erstmal gejoggt. Jenny und Claudia simulieren mit Taschenlampen Autoscheinwerfer. Und wie ist die Sichtbarkeit? Ich meine, die Weste kennt man ja, so eine Warnweste. Die hat ja gefälligst zu leuchten, tut sie ja auch. Aber die Jacke, da sieht man so richtig die Streifen in der Mitte und halt auch oben den. Ne? Das ist schon besser, als ich gedacht hätte. Wenn man sich immer wundert, die anzuziehen, dann also bequem ist das. Kein Problem, man merkt es nicht beim Laufen, also ist alles gut. Die Jacke auch ganz bequem. Gut, man müsste ein bisschen stylischer noch in der richtigen Größe sein, aber ansonsten ist die Jacke gut. Wir haben noch zwei Kopflampen dabei, damit man den Weg besser sieht. Einmal ein günstigeres Modell von LED Lensa für etwa 35 Euro und die Leuchter Revolt für rund 60 Euro. Miriam und Claudia sind wieder dran. Noch bevor sie überhaupt loslaufen, stört sie etwas. Aber oh, das blendet andere. Ich mag das nicht, wenn mir jemand entgegenkommt.
Ja, ne? Ja. Und das Problem, bei der kann man es auch nicht verstellen. Es gibt so andere, da kann man so ein bisschen so hoch und runter verstellen, dass man nicht so blendet. Das teurere Modell von Black Diamond will bis zu 80 Meter weit leuchten. LED Lenser verspricht hingegen nur 30 Meter. Beide laufen mit Akkus, sie lassen sich wieder aufladen. Beim Joggen zeigt sich, beide Lampen tun ihren Dienst. Die Black Diamond hier rechts im Bild leuchtet den Rasen aus wie ein kleines Flutlicht. Fast schon zu viel. Also die war prinzipiell gut, weil die nicht so extrem ist wie die von dir. Die ist schwächer und deswegen ein bisschen angenehmer beim Laufen. Aber mich stört trotzdem immer noch, dass es relativ schwer ist, hinten am Kopf. Mit knapp 260 Gramm wiegt die LED Lenser fast dreimal so viel wie die teurere Stirnleuchte. Aber wie ist die Weitsicht? Vielleicht 5 bis 10 Meter, würde ich jetzt mal sagen. Also man sieht alles ganz genau. Es ist fast wie tagsüber. Unser Fazit: Sehen und gesehen werden funktioniert, auch mit kleinem Geld. Am besten durch eine Kombi aus Blinklicht und Reflektoren. Jo, und es geht sogar weiter hier bei Live nach 9 noch. Und zwar mit diesen Themen. Franzi van Kemp wird uns besuchen. Und die Buchautorin wird uns tatsächlich erklären, wie man in bestimmten Situationen sich richtig verhält. Zivilcourage ist das Thema. Im Kleinen, unterm Weihnachtsbaum. Ja, das Geschenk gefällt mir nicht, nehme das wieder mit. Oder auch im Großen. Tipps dann dazu von ihr. Da bin ich gespannt. Und wir zeigen Ihnen eine total sympathische junge Frau, die eine tolle Geschäftsidee hat. Die schreibt Liebesbriefe. Und zwar an Sie, wenn Sie möchten. Sie können das bestellen im Abo. Das sind Liebesbriefe ans Leben. Die tun einfach gut und die sehen hübsch aus zwischen den Rechnungen. Ja, 2000 Abonnenten hat sie schon. Ein tolles Geschäftsmodell. Sie sehen gut aus zwischen den Rechnungen. Ja. Sehr schön. Ja, auch ein Grund. So, jetzt machen wir weiter mit dem, was noch wichtig ist. Ne? Heute kurz und knackig. Endspurt für den SPD-Vorsitz. Die Chefsuche geht bei den Sozialdemokraten in die entscheidende Phase. Von heute an bis zum 29. November können die rund 430.000 SPD-Mitglieder abstimmen. Zwei Paare stehen zur Wahl. Die Brandenburgerin Clara Geiwitz und Vizekanzler Olaf Scholz oder die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken und der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans. Wie die Genossen abgestimmt haben, wird am 30. November bekannt gegeben. 10 Jahre Alkohol, kenn dein Limit. Die Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung richtet sich gegen den Alkoholmissbrauch von Jugendlichen. Heute wird in Berlin Bilanz gezogen. Der Konsum junger Menschen hat sich langsam verändert. Während 2008 noch 17% der Jugendlichen angaben, regelmäßig Alkohol zu trinken, waren es 2018 nur noch 9%. Dennoch. Keine Entwarnung. Gemäß Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind weiterhin viele junge Menschen, unter anderem durch Komasaufen, gefährdet. Aber Alkoholmissbrauch geht alle an. Knapp 80% der Deutschen haben innerhalb des letzten Monats beispielsweise zu Bier, Wein oder Schnaps gegriffen. Bester Konditor Deutschlands. Um diesen Titel wird in Bielefeld gerungen. 12 der besten Konditorinnen und Konditoren aus ganz Deutschland vollenden am Vormittag ihre Werke. Eine Jury hat dann die Qual der Wahl und muss Torten und Törtchen bewerten. Die Siegerehrung ist dann am Nachmittag. Oh. Speichelfluss, ne? Gut, schnell ein anderes Thema. Ja. Früher nämlich war alles anders. Also da können wir ja gut drüber reden. Zwar nicht alles besser, aber alles anders. Tatsächlich, wenn wir uns bewegen wollten, bin ich zum Beispiel raus und habe auf Baumstämmen balanciert, bin auf Bäume geklettert, bin an Ästen geschwungen und so weiter. Das ging damals noch. Heute ist das ein bisschen anders. Ja, die Natur zu erleben heutzutage, das ist gar nicht mehr so einfach. Vor allen Dingen in den Großstädten. Mhm. Früher war das irgendwie so leicht, so Würmer zu finden, ne? Ja. Unter Steinen. Aber es gibt immer wieder neue Lösungen, vor allen Dingen in Großstädten. Da werden die Kinder spielen und turnen in Indoor-Natur gebastelten Räumlichkeiten. Also Outdoor ist ein bisschen out, Indoor genau. Ist jetzt in. Outdoor wird Indoor verlagert und so kann man es sagen. Und da lernen dann die Kinder das, was wir früher ganz normal Outdoor gemacht haben. Aber da kann man nur lange drüber sprechen. Luft. Nur ohne frische Luft, genau. Und der neueste heiße Scheiß, um das jetzt mal so eindeutig zu sagen. Heiße Scheiß, hast du gesagt? Ist der hat heißer Scheiß gesagt. Ninja-Klettern. Das ist das, was die TV-Stars auch immer in diesen komischen Shows machen. Und das machen die Kinder jetzt gerne. Und das Ganze Indoor, zum Beispiel in Köln.
Also Ninja ist eine Reihe von Elementen, wo man hangeln und klettern muss. Für mich ist es einfach komplett neu, sage ich jetzt. So zu klettern, es ist anstrengend, sich am Anfang hochzuziehen und dann überhaupt die Seilbahn zu erwischen. Dann gibt es halt noch ganz schwere Sachen wie Himmelsleitern oder so Treppen, die man hochhangeln muss. Am besten gefallen hat mir die Schnitzelgrube. Also eigentlich jeder nur, also die etwas sportlicher und etwas kräftiger sind, die lernen das wahrscheinlich schneller und haben mehr Chancen sozusagen, also können das mehr machen. Wenn man das richtig lernen will, dann kann man ja auch Trainer fragen und man kann das auch bei so Profis zum Beispiel abgucken, wie die das so zum Beispiel machen. Es macht einfach Spaß, rumzuspringen, rumzuklettern. Man kann es einfach immer weiter probieren. Und wenn man es hinkriegt, ist man dann richtig stolz auf sich. Wegen so unter schön. Laborbedingungen quasi. Ja, aber die haben ja Spaß. Nein, natürlich. Ist ja klar. Und wenn gut. Die da lüften. Hauptsache Bewegung. Ja, so. Genau. Wir kommen ja alle im Leben in Situationen, wo man ganz plötzlich irgendwie so blitzschnell reagieren muss. Also zum Beispiel wäre eine Horrorsituation, wenn Sie in einer U-Bahn sind oder in einer Straßenbahn und Sie sind Zeuge, wie jemand angegriffen wird. Wie verhalten Sie sich da? Erstarren Sie da zur Salzsäule oder sind Sie so mutig und greifen direkt sich diesen Angreifer? Wie verhält man sich da? Stichwort Zivilcourage. Das gibt es im Großen, aber auch im Kleinen. Zum Beispiel unter Weihnachtsbaum. Sie kriegen was geschenkt und denken, mein Gott, was soll ich denn damit? Das will ich ja gar nicht haben. Sagen Sie dann, das will ich gar nicht haben. Nimm das bitte wieder mit und brauchst mir gar nicht böse sein. Ich bin einfach nur ehrlich. Die große Frage, macht man das dann? Ja, und diese beiden Situationen, die ja so völlig unterschiedlich sind, da sagt Franzi von Kempis, Buchautorin und Journalistin, es sind beides Zivilcourage-Situationen. Und sie wird uns eine Anleitung geben, sie ist gleich live bei uns zu Gast, wie wir die richtigen Worte finden. Sie lernen sie also gleich kennen, aber erstmal zeigen wir Ihnen ein paar Beispiele von solchen Situationen im Leben. Zivilcourage, das bedeutet sich einmischen im Alltag. Für andere Menschen, zum Beispiel, wenn jemand im Bus belästigt wird. Aber wie reagiert man dann richtig in so einer heiklen Situation? Nicht wegsehen, sich einmischen. Dafür gibt es viele Gelegenheiten. Manchmal sind sie rein virtuell, wenn Menschen im Internet Grenzen überschreiten. Aber wie widerspricht man dann? Franzi von Kempis hat eine Anleitung zum Widerspruch geschrieben. Sie will uns helfen, Worte zu finden. Etwa beim Thema Klimawandel. Immer wieder wird das schlicht geleugnet, dann braucht es gute Argumente. Franzi von Kempis geht es aber nicht nur um die großen Themen, sondern auch um den ganz normalen Wahnsinn im Alltag. Etwa wenn Weihnachten in der Familie gefeiert wird. Was sagt man, wie reagiert man, wenn es Stress gibt? Denn gerade zu Weihnachten kann es ja richtig hässlich werden. Wow! Oh, das ist sogar noch einfallsloser, als ich erwartet hätte. Ja. War halt das Billigste, so wie du. Oh, danke schön. Tja, hier hängt der Haussegen schief. Aber was sagt man jetzt? Franzi von Kempis ist bei uns. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir haben jetzt irgendwie dieses Beispiel gerade gesehen. Das ist ja so ein Low-Impact-Beispiel gewesen, wo man tatsächlich was sagen könnte, aber es nicht tut. Weil man wahrscheinlich denkt, naja gut, da hat sich jemand was gedacht, ich lege jetzt keinen Widerspruch ein. Und das ist ja Ihr Thema, Widerspruch einlegen. Was hätte man da tun sollen oder eigentlich an so einer Situation? Ach, es ist ja wirklich immer situationsabhängig. Wenn man sich überlegt, da hat sich jetzt jemand Mühe gegeben und will einem etwas schenken. Muss man sich auch überlegen, will man jetzt an so einer Situation was eskalieren lassen und sagen, nee, also das war es jetzt echt nicht, hättest du dir nicht wirklich was Besseres überlegen können. Das finde ich, ist für mich jetzt so, wäre jetzt für mich persönlich so eine klassische Situation, wo man sagt, hi, auch danke, dass du dir was überlegt hast.
Gut. Da bin ich ganz froh. Da brauche ich jetzt auch keinen Widerspruch einlegen. Ich hätte es nämlich auch nicht gemacht. Ich hätte gesagt, Dankeschön und so, und das ist alles okay. Ne? Nee, das ist ja auch immer so die Überlegung. Die Person gegenüber will einem ja auch irgendwie was Gutes tun. Und man kann sich so vielleicht ein bisschen ärgern und sagen, du weißt doch, dass ich das nicht mag. Ich habe noch nie schwarze Schokolade gegessen. Und so kann man sich irgendwie ein bisschen ärgern und dann auch sagen, egal. Wenn man sich so überlegt, man ist irgendwie auf so einem Trip hängen geblieben und man kriegt jetzt irgendwie seit 7 Jahren immer irgendwas mit irgendeinem dekorativen Element, wo man sagt, ich stehe aber jetzt nicht unbedingt auf Froschelemente, dann finde ich, kann man irgendwann mal sagen, ist irgendwie nicht so meins. Ja, es ist ja auch so, dass man irgendwann auch vielleicht dem Menschen, mit dem man lebt, auch transportieren möchte, es geht gar nicht ums Geschenk. Es geht um die Tatsache, dass da vielleicht sich nicht wirklich Mühe gegeben wurde. Aber jetzt gehen wir noch mal auf diese andere Situation. Wir erleben das in der Öffentlichkeit, dass man Zeuge ist eines Angriffs. Wie verhalte ich mich da richtig? Kann ich da jetzt zum Beispiel ich als Frau, ich bin ja unterlegen, wenn ein Mann jemand anders angreift, was kann ich tun, um so eine Situation da hilfreich zur Seite zu stehen? Also geht ja auch wieder wie immer um die konkrete Situation. Wenn ich merke, es wird jemand belästigt und es ist eine Situation, in der ich mich sicher fühle, einzugreifen und reinzugehen, kann ich auch hingehen und mich mit der betroffenen Person solidarisieren und sagen, aber ich ist ja alles in Ordnung. Sicher. Wenn ich mich nicht sicher fühle, dann rufe ich die Polizei. Dann rufe ich die Polizei und sage, hier passiert was, ich kann da nicht reingehen, ich gehe da nicht rein. Und wenn ich mich sicher fühle, was sind dann die richtigen Worte in dieser Situation? Ich würde immer vorschlagen, man geht auf die Person, die angegriffen oder belästigt wird. Angriff heißt, suggeriert ja schon eine Kampfsituation. Ne? Ich gehe jetzt davon aus, jemand wird angeschrien oder es passiert was. Man solidarisiert sich mit der Person, die im Angriff sich befindet, tatsächlich. Nicht auf die angreifende Person, sondern auf die Person, sich neben die setzen, auf die zugehen und sagen, ist ja alles in Ordnung, kann ich dir helfen? Stimmt das, dass ich das hier gerade so mitkriege, dass du oder sie belästigt werden? Und dann gucken, wie die Person reagiert. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was macht es denn generell so schwer, zu widersprechen? Ich glaube, es hängt immer so davon ab, wie man sich selber gerade fühlt. Wenn ich in einer Diskussion bin, so wir hier jetzt so, und wir schneiden irgendein Thema an und ich merke so, boah, da bin ich aber jetzt echt nicht safe in dem Thema. Boah, das verunsichert mich jetzt. Dann sage ich ja lieber erstmal nichts, bevor ich so vom Gefühl her denke, oh, dann blamiere ich mich komplett. Wenn ich in einer Situation bin, wo ich sage, oh, ich kann gar nicht einschätzen, ist das jetzt wirklich, was wird da jemand angegriffen oder sind die irgendwie ein Paar und streiten sich einfach sehr lautstark, dann verunsichert mich, dass ich nicht weiß, wie die Personen so aufeinander reagieren. Es gibt ja so Situationen im Freundeskreis auch, dass man manchmal während so eines Abendessens in die Tischkante beißen möchte, weil so viel Müll erzählt wird, zum Beispiel das Leugnen des Klimawandels oder es sitzt sogar ein Freund mit am Tisch, wo sie plötzlich eine Ausländerfeindlichkeit spüren. Was geben Sie einem jetzt für Hilfestellungen an die Hand? Wie kann man da reagieren? Was ist das Beste? Was man ja immer so viel hört, ist sachlich bleiben, Emotionen nicht hochkochen lassen. Hilft mir jetzt persönlich nie so 100%. Ich muss mich da immer durch ein paar andere Stufen durchziehen, weil ich auch zu den Leuten gehöre, die dann immer sofort hochrot gehen und sagen, Moment, jetzt aber. Aha, Sie haben das Buch für sich selber geschrieben. Immer. Nein, ist ja so. Wir haben ja alle so unsere Punkte, an denen. Aber was mache ich denn dann in so einer Situation? Und ich bin tatsächlich sachlich bleiben, okay. Und dann? Genau. Was mir hilft, ist erstmal sozusagen nochmal nachzufragen, wie hast du das gemeint? Nochmal zu wiederholen, was gesagt wurde. Weil man A so suggeriert, ich höre dir zu. Ich höre, was du sagst. Und die andere Person hört vielleicht auch noch mal aus meinem Mund, was sie gesagt hat und kann auch noch mal dann selber noch mal sagen, ja gut, aber so meine ich es nicht. Oder ich meine es ja in dem und dem Kontext. Das heißt, erstmal nachfragen und vor allen Dingen selber zuhören. Und sich selber auch überlegen, was sind meine eigenen roten Linien? Also was sind wirklich die Punkte, wo ich sage, da will ich Widerspruch einlegen. Da will ich auch mal sagen, stopp, halt, bis hier und nicht weiter. Und ich finde das auch eine ganz wichtige Botschaft, sich selber immer wieder daran zu erinnern, ich kann für mich selber eine rote Linie ziehen und ich kann auch mal sagen, nee, bis hier noch nicht weiter und da höre ich nicht zu, beziehungsweise da diskutiere ich nicht über dieses Thema. Das erfordert Souveränität. Wie schafft man das? Indem man sich, also für mich funktioniert das auf jeden Fall am besten, wenn ich mich in bestimmten Themen auskenne und sage, sozusagen, das ist ein Thema, das kommt immer wieder vor, das ist mir wichtig, das liegt mir am Herzen, da lese ich mich ein bisschen ein, da gucke ich ein bisschen auch meine Doku dazu, weil ich wissen will, worum es da wirklich geht. Stichwort soziale Netzwerke. Sie sind auf Facebook, Instagram, Twitter, Sie sind die besorgte Bürgerin. Als das treten Sie dort im Netz auf. Wie wehrt man sich da, wenn es da üble Nachrichten gibt, auf Ihren Portalen zum Beispiel? Also ich finde, einerseits muss man immer sehr auf sich selber aufpassen. Man muss gucken, wie geht's mir damit? Wie steht so meine Privatsphäre-Einstellung? Habe ich da dafür gesorgt, dass ich mich sicher fühlen kann?
melde ich, blocke ich, screenshotte ich Sachen, damit auch Sachen zur Anzeige gebracht werden können. Und je schlimmer es wird und wenn man wirklich in so einem Shitstorm steht, auch sich zurückziehen. Mit wem spreche ich drüber? Also ich habe auch am Anfang, ganz, wenn so schlimme Nachrichten sich multipliziert haben, nicht genug drüber gesprochen, gemerkt, ich internalisiere das alles und das macht einen sehr unglücklich. Also das Beste ist nachdenken, erstmal durchschnaufen, nachdenken. Franzi Verkempis, vielen Dank, dass Sie da waren heute Morgen. Ganz herzlichen Dank. Und wir haben das Thema Liebesbriefe. Genau. Hast du denn mal wieder einen geschrieben oder wann hast du den letzten bekommen oder ganz ehrlich, weder geschrieben noch bekommen. Du bist kein Mann, der Liebesbriefe schreibt. Oh, da sagen wir alle, oh. Es gibt aber eine junge Frau, die ganz großartig ist, die schreibt auf Auftrag Liebesbriefe an das Leben. Wahnsinn. Und man kann sie selber bestellen, man ist selbst quasi der Empfänger. Und alle 2 Monate flattert dann sozusagen die Liebespost in den Postkasten. Und die Frau hat schon 2000 Abonnenten. Es scheint anscheinend ein Bedürfnis dafür da zu sein, Liebesbriefe zu bekommen. Liebesbriefe an dein Leben. Die kann man bei Luise Paulsen per Abo bestellen. Ein Umschlag voller kleiner Überraschungen, der regelmäßig im Briefkasten liegt. Liebevoll zusammengestellt von Luise. Alle Menschen wollen Briefe haben. Das ist doch das Schönste, zwischen den ganzen grauen Rechnungen Briefe zu finden, die bunt sind, die Spaß machen, die das Leben bejahen. Die Idee für das Briefabo hatte Luise, als sie ihre todkranke Mutter pflegte. Damals bekam sie selbst viel Post von Freunden und Verwandten, die ihr Kraft gab. Als sie dann gestorben ist, war das für mich wie so eine Art Befreiungsschlag. Ich wusste auf einmal, das Leben ist kurz, es endet. Es ist wichtig, dass ich glücklich bin und dass ich danach suche, was mich glücklich macht. Mit ihrem Startup Talis Post möchte sie andere glücklich machen und Benachteiligten einen Job geben. Sie füllen die Umschläge. Eine Mischung aus Wundertüte und Magazin. Die Briefe erscheinen alle 2 Monate unter einem bestimmten Thema. Enthalten sind zum Beispiel Sticker, ein Duft, positive Sprüche, kleine Geschichten und eine extra entworfene Kunstpostkarte. Immer neue Ideen. Ehrlich gesagt, die meisten kommen aus meinem Kopf. Ich gehe so durchs Leben und sehe ganz viel und das inspiriert mich. Ich bin ja studierte Philosophin und so ist es dann gekommen, dass ich mit der Zeit immer mehr auch so die Inhalte meines Studiums wieder erinnert habe, gemerkt habe, was macht Menschen überhaupt froh und mich dann auch immer weiter in die Materie einlese. Und so ist es fast so, als würden mir im Alltag Hände gereicht. Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit sind für Luise besonders wichtig. Dafür bekam sie 6 Monate Start-up-Förderung. Die Briefe sollen beides irgendwie vereinen. Die werden also gedruckt bei einer Druckerei, die nachhaltig ist, die darauf achtet, dass nur Altpapier verwendet wird, dass die Druckfarben ohne Erdöl sind. Wenn sie dann bei mir ankommen, werden die Briefe nicht mehr von mir verpackt, sondern mittlerweile von einer Werkstatt, die sich eben darum kümmert, dass Menschen integrativ arbeiten können, dass also auch Menschen mit Handicap unter guten Bedingungen, ohne Druck, Jobs haben. Überall hilft Luise mit. Wenn die dann fertig verpackt sind, bekomme ich meistens einen Anruf von der Werkstatt. Dann fahre ich los, muss meistens auch mehrfach fahren, weil dann wirklich Berge von Briefen dort stehen. Hol die ab, bring die hier ins Büro und dann werden sie verschickt. Auch von mir selbst tatsächlich. Mittlerweile ist das Startup 1 Jahr alt und hat bereits über 2000 Abonnenten. Eine Erfolgsstory für eine junge Frau, die trotzdem bescheiden bleibt. Und jetzt schreiben wir einen Liebesbrief unter anderem an einen großen deutschen Basketballer. Spot an. Auch nach der aktiven Karriere läuft es rund für Dirk Nowitzki. Ja, jetzt ist einfach ein bisschen abschalten, ein bisschen Abstand gewinnen. Mal andere Sachen außer nur Basketball im Kopf. 6 Monate, nachdem der 41-Jährige seine Basketballkarriere in der NBA beendet hat, ist vor kurzem eine Straße in Dallas nach ihm benannt worden, der Nowitzki Way. Und jetzt steht schon die nächste Ehrung an. Am 4. Dezember wird der gebürtige Würzburger am Schloss Bellevue in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet. Der 2013-Riese erhält das Bundesverdienstkreuz für sein soziales Engagement. Nowitzki hat 2005 die Dirk-Nowitzki-Stiftung gegründet, die sozial benachteiligte Kinder und Eltern unterstützt. Dirk Nowitzki war und ist eben schon immer mehr als nur ein Sportler gewesen.
Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Die dienstälteste deutsche Fernseh-Talkshow 3 nach 9 feiert ihren 45. Geburtstag. Ich verstehe euch nicht, wie ihr solche Menschen einladen könnt, dass ihr überhaupt zu Wort kommen lassen könnt. Die Moderatoren Judith Rakers und Giovanni Di Lorenzo werden unter anderem Helge Schneider, Sarah Connor und Richard David Precht begrüßen. Ob Geschenke verteilt werden und was es zu bereden gibt, das erfahren Sie heute Abend um 22.45 Uhr im Ersten. Ich hätte auch einen prima Gast für so eine Talkshow, denn wir kümmern uns ja die ganze Woche um einen Gefängnisarzt, um Hans-Georg Schwarzer. In Rohrbach in Rheinessen betreut er 500 Gefangene und wir haben gestern schon gesehen, wie schwierig das manchmal ist und wie ihm sein eigener Job tatsächlich auch an die Nieren geht. Und egal, was diese Menschen, die dort einsitzen, verzapft haben, sie sind und bleiben Menschen. Und das ist eigentlich so toll, dass wir in unserem Land vor jedem menschlichen Wesen Respekt haben. Das sollte auch immer so sein. Auch wenn diesen Menschen irgendwo das Respektgefühl abhanden gekommen ist, aus was für Gründen auch immer. Wenn diese Menschen krank sind, dann werden sie behandelt. Teil 2 unserer Wochenserie. Die Justizvollzugsanstalt Rohrbach in Rheinhessen. Hinter diesen Mauern sitzen über 500 Gefangene. Betrüger, Gewalttäter, Sexualstraftäter. Harte Jungs, aber auch die haben hin und wieder gesundheitliche Probleme. Dann hilft ihnen Hans-Georg Schwarzer. Seit 5 Jahren ist er hier Gefängnisarzt. Ich bin sozusagen Einzelkämpfer hier in der Abteilung. Das ist eine große Herausforderung, jeden Tag. Ein neuer Patient für Dr. Schwarzer. Woran er leidet, ist unklar, denn er spricht kein Deutsch, nur Rumänisch. Der Arzt ruft einen Dolmetscher-Service an. Ja, guten Morgen. Schwarzer, mein Name JVA Rohrbach. Ich benötige Ihre Dienste. Und ja. Zwar habe ich einen Gefangenen hier aus Rumänien. Dem Mann scheint es nicht gut zu gehen. Hat er jetzt im Moment Schmerzen, starke Schmerzen oder überhaupt Schmerzen? Im Moment hat er Durere. Für eine Diagnose braucht der Arzt möglichst viele Informationen über Vorerkrankungen beispielsweise. Also mit dem Magen hat er Schwierigkeiten, aber auch beim Gehen meinte, dass er Schmerzen hat wegen der Wirbelsäule. Sind oder frische in dem Boden? Also ihm ist kalt und er kann nicht schlafen. Übelkeit und Rückenschmerzen, aber immerhin kein Notfall. Konsumiert er da irgendwelche Drogen, Alkohol, Nikotin? Der Mann wirkt niedergeschlagen. Drogen nimmt er nicht, aber er macht sich Sorgen. Seine Familie in Rumänien weiß nicht, wo er ist. Da muss man auch schauen, auch was man so insgesamt für einen Eindruck hat. Ist es mehr so psychosomatisch jetzt die Trennung von seiner Familie, die ungewohnte Umgebung hier im Gefängnis? Nicht? Solche Dinge spielen ja auch oft eine Rolle, die ihn dann leiden lassen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Schwarzer verspricht, seine Familie zu informieren. Und dann hat er endlich Feierabend. Nach 8 Stunden Dienst hinter Gittern ist er froh, wieder zu Hause zu sein. Kochen ist eine sehr gute Methode, um einfach mal den Kopf freizukriegen. Ja, ich konzentriere mich auf meine Töpfe. Das ist schon Teil eines Ausgleiches für die stressige Arbeit. Hans-Georg Schwarzer hat Freunde zum Essen eingeladen. Manche von ihnen kennt er seit über 40 Jahren, aus dem ersten Medizinsemester. Freunde sind sehr wichtig. Ja. Man muss auch Dinge loswerden, einfach, nicht, die einen belasten, die einen emotional sehr stark fordern. Und da brauche ich Freunde, mit denen ich mich austauschen kann. Sie alle stehen kurz vor der Rente. Nur Schwarzer hat noch mal die Herausforderung gesucht mit 66 Jahren. Das hat mich am Anfang schon erstaunt. Ja. Warum geht jemand ins Gefängnis, wenn er nicht muss? Das ist für ihn, denke ich mal, eine Herausforderung, die er auch gerne annimmt. Und die ihm auch viel Spaß macht. Ich finde, das passt zu ihm. Perfekt. Ich hatte ihn da nur unterstützt. Ja, ich finde das fantastisch. Er ist der richtige Typ dazu, der das macht. Er macht das mit Spaß. Ja, und finde ich super. Ich war zuerst mal überrascht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber er hatte schon immer eine soziale Ader. Was Dr. Schwarzer noch im Gefängnis erlebt und warum er dort das Essen für die Gefangenen vorkostet, sehen Sie morgen in der nächsten Folge.
Ich glaube, dass man das ganz sicher braucht, eine soziale Ader als Gefängnisarzt. So, wir haben irgendwie einen Gefängnisarzt gesehen, wir haben Liebesbriefe geschrieben bekommen, wir haben über Widersprüche geredet. Und jetzt in der ganzen Zeit hat ein Mann hart an sich gearbeitet. Oh ja. Sebastian Auer ist in einer Toilette in Köln. Zum Welttoilettentag. Sebastian, heute ist Welttoilettentag. Sag mal, ist das jetzt die Damentoilette oder die Herrentoilette? Wer verhält sich denn da besser? Frauen oder Männer? Was guckst du mich jetzt so an? Ja, ich bin tatsächlich gerade gewechselt. Wir sind jetzt auf der Damentoilette und ich muss sagen, es ist ja noch früher Morgen hier. Auf beiden Toiletten sieht es picobello aus und das hat mir auch die Frau Mausbeck, unsere Toilettendame, erzählt, dass es im Prinzip keinen Unterschied macht. Schweine gibt es bei beiden Geschlechtern tatsächlich. Und ich habe ja gesagt, ich spekuliere hier so ein bisschen auf den Trinkgeldteller. Und jetzt gucken wir mal hier drauf. Der hat sich tatsächlich schon ein bisschen gefüllt in dieser knappen halben Stunde. 2, 3, 4,50 Euro, 4,70 Euro ungefähr sind drauf. Es waren alle sehr, sehr nett, alle sehr, sehr freundlich. Hannelore Mausberg, hier seit 25 Jahren die Chefin, die Toilettendame. Ja, das bisschen hier, ist das in Ordnung? Wie habe ich mich angestellt? Ja, wenn man nett und freundlich ist, dann kriegt man auch ein Trinkgeld. Aber es ist, wie gesagt, immer wieder freiwillig. Gäste brauchen nicht zu zahlen. Halt, ist immer ein Dankeschön an uns. Wenn es schön sauber ist, halt, geben die Leute auch gerne ein Trinkgeld halt. Und ich habe ja gesagt, die Frau Mausberg soll eigentlich einen Kaffee trinken, während ich hier so ein bisschen den Laden in Schuss halte. Aber so ganz hat sie mich da nicht alleine gelassen, so ganz traut sie dem Braten da nicht. Sie haben immer ein Auge auf mich gehabt. Jetzt mal ehrliche Bewertung, Zeugnis, wie war's? Ja, war okay, aber grundsätzlich wollen wir keine Männer hier haben. Die sind uns nicht gründlich genug halt. Also die Männer nicht gründlich genug tatsächlich, da müssen wir also noch so ein bisschen ran. Immerhin habe ich ja den Kittel angezogen bekommen, das war ja vorhin auch noch so ein kleines Problem. Frau Mausberg, und Sie sagten aber auch, Sie machen den Job hier wirklich mit Leidenschaft, sind gerne dabei, weil man eben auch ins Gespräch kommt. Männer, Frauen, ist das eigentlich irgendwie ein großer Unterschied? Nee, eigentlich nicht, also grundsätzlich nicht. Viele erzählen mir hier ihr Leid halt, ihre Krankheiten oder eher Probleme halt. Viele kommen einfach nur zum Quatschen, wie jedes Ihnen, schön Sie wieder zu sehen halt, und ich freue mich, wenn Sie hier sind und ich auf eine saubere Toilette kann halt, wo man sich auch mal draufsetzen kann. Ja, und das kann man hier wirklich, ich habe es jetzt auch nochmal alle kontrolliert und durchgewischt, also es funktioniert ganz gut. Männer wollen Sie hier nicht haben, dann ziehe ich den Kittel eben gleich wieder aus, sonst wäre ich den Tag über auch noch hier geblieben, aber bitte, Trinkgeld teilen wir uns aber auf, ne? Kein Problem. So, das teilen wir uns auf, wunderbar. Und ich würde sagen, ein Dankeschön an dieser Stelle für den Welttoilettentag an Frau Mausberg, aber eben auch an alle anderen Toilettendamen und auch Herren, die es hier gibt, die dafür sorgen, dass wir immer im Fall der Fälle eine saubere Toilette haben. Danke, Sebastian. Boah, der will das Trinkgeld da mitnehmen, die Hälfte. Das lässt du der Frau Mausberg. Erst wird er gedisst, weißt du, weil er ein Mann ist. Die wollen ja keine Männer haben. Und dann ist auch klar, dass er was mitnehmen will noch. Naja, so sind also jetzt Männer. Bleiben wir mal ganz hübsch freundlich. Wir hatten Sie gefragt, wie zeigen Sie Ihre Freundlichkeit? Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Und das Team und wir haben beschlossen, wir möchten gerne telefonieren mit Mike Bockstegers aus Geldern am Niederrhein. Guten Morgen, Mike. Ja, guten Morgen. Mike, Sie sind ein junger 22-jähriger Mann. Ja, genau. Erzählen Sie mal von Ihrer Freundlichkeit, was erleben Sie so im Leben? Ja, klar, ich bin halt als Busfahrer unterwegs. Und wenn ich dann halt so an die Haltestellen ranfahre, sehe ich die Leute klar schon, wenn sie da stehen, denke ich mir halt auch, wie reagieren die? Sind die freundlich? Sind die sauer? Sind die enttäuscht, weil ich zu spät bin oder was? Da reagiert halt jeder anders. Aber was erleben Sie, dass die Menschen doch sehr zugetan sind? Ja, die meisten Fahrgäste sind halt echt sehr freundlich. Und was machen Sie? Ja, ich bin natürlich dann auch freundlich zurück, weil wie man mit Wald ruft, kommt das halt auch wieder zurück. Ja, ich habe immer den Eindruck, wenn man einen Bus fährt, dann haben alle irgendwie in der Zwischenzeit Kopfhörer auf, irgendwie gucken aufs Handy und so, überhaupt keine Zeit mehr für Worte. Wie kann man das durchbrechen? Machen Sie das dann aktiv? Ja, wenn ich schon merke, dass da jemand mit Kopfhörer reinkommt, dann grinse ich den schon mal an und sage dann schon mal was lauter, guten Morgen. Ja. Hallo! Und dann wird doch besser reagiert, ja. Aber ich merke immer, wenn man Hallo sagt, wenn man anfängt, dann kriegt man immer was zurück. Genau. Ja, genau, das ist richtig. Mike, vielen Dank, dass Sie geschrieben haben. Das ist Ihre freundliche Live nach 9 Ente. Die schicken wir Ihnen zu, die gehört Ihnen. Kann vorne in den Bus, überhaupt kein Problem. Danke, ich freue mich. Danke auch. Woche der Freundlichkeit, das Ganze in Münster ausgerufen. Und wir haben es weiter fortgeführt heute bei Live nach 9. Genau. Haben wir denn noch Zeit? Nee. Haben wir nicht? Nee, müssen wir uns verabschieden? Ja. Was machst du heute an Woche der Freundlichkeit? Was hast du dir vorgenommen? Ich bleib einfach freundlich. Ich finde, Freundlichkeit macht einem ja selber Spaß. Ich merke, wenn ich selber einen schlechten Tag habe und sage, komm, hallo, dann geht es mir sofort mir selber besser. Mhm. Es kommt sofort was zurück.
So machen wir es. So gehen wir raus heute und Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ja. Like you. Like you.